Los, macht euren Dialog. Sie haben keine Lust. Sie stehen da einfach nur. Muss ich erst dazu runterkommen? Es ist das, was ihr wollt. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Von da an wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag, sicher. Aber durch die Seuche war die Lage bereits schlecht. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. Ich muss zurück an die Arbeit. Kann ich dich vielleicht später sehen? Keine gute Idee heute Abend. Haha, you got rejected. Oh boy, der ist wahrscheinlich keine gute Idee, da hinzugehen. Her Majesty Jessamine Caldwell. Ja, ein Gedenkstein. Gefällt es nicht, dass du so nah in der Nähe von diesem Tallboy-Typ bist. Oder von dem Geschützturm da hinten. Kann ich von hier? Das ist wahrscheinlich nicht nah genug. Nein, ist es so nicht. Es reicht, du bist da. Chicken, bist da unten. Davor oder so. Steht er jetzt ernsthaft im Push? Wie provokant ist das denn, im Busch einfach mal eine Kippe ziehen? Das ist ja noch gefährlicher, um Waldbrand auszulösen. Leute, ne? Zitze. Ich könnte mich auch erstmal hier rumschleichen. Was du jetzt machen sollst, leise mit mir mitkommen. Da ist die Dienerin. Hinten war niemand, ne? Also hier unten. Da oben sind Leute, ja. Das hast du gut erkannt, Chicken. Nom nom nom. Weißt du, Ratte? Nom 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 nom. Thyvianisches Erz. Jemand sollte hier drüben doch patrouillieren. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Ja, und das ist alles nur seine tote Kaiserin. Seitdem ist es hier so schrecklich. Und schrecklich. Und schrecklich und schrecklich. Und noch mehr schrecklich. Wow! Kaum rede ich mal über die tote Kaiserin, schon klatscht Korv und den Bewusstlosen voll gegen den Bogen. Da ist ja noch Emily. Keine Sorge. Alles wird gut, mehr oder weniger. Im
Menschen essen. Oh weh, jetzt kommt sie ja auch noch an die Rand. Kabelwerkzeug, aber sie bleibt bei der Tischlampe. Will ich auch hoffen, meine Kleine. Ja? Ja, von hier sollte ich auch auf den Turm da oben kommen. Fliegenschutzturm. Was ist die? Was drehst du dich so im Kreis? Weißt du nicht, wie du sitzen sollst? Ich kann sich nicht entscheiden. Corvo, was bist du denn heute so aggressiv? Ich weiß, wir sind hier im Dunwall Tower, wo die Kaiserin ermordet wurde, aber deswegen brauchst du ja nicht so... Die Wache, die haben dir gar nichts getan! Zutritt verboten. Hauptmann Briamont, ich muss Sie bitten, mit einem Ihrer Männer zu sprechen. Korporal Keyes erstattet Ihnen Bericht, nehme ich an. Laut Aussage des morgendlichen Offiziers vom Dienst stieg Keyes heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit dem kaiserlichen Befrager. Ich weiß nicht, was Sie miteinander zu bereden hatten, aber mir wurde berichtet, dass Keyes sich für das Okkulte interessieren soll. Wie dem auch sei, ich bin kein Aufseher, also ist es mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser vom Foltermeister fern. Unsere Männer ist der Zutritt zum Kellergeschoss untersagt. Der Foltermeister also, hä? Mit dem habe ich ja auch noch ein bisschen. Ne? Ja. Hat böse Dinge mit mir angestellt. Böse. Das ist Dienstmädchen vom Dienst. Das Dienstmädchen vom Dienst, ja. Geh wieder nach da hinten hin, okay? Nicht hier rauskommen. Nicht hier rauskommen, sie kommt hier raus. Ah, sie guckt jedenfalls raus. Chick, willst du nicht lieber zuerst das Ding da oben ausschalten? Nicht nötig. Jedenfalls jetzt nicht. Aber jetzt können wir es gerne tun, nachdem ich sie woanders verfrachtet habe. Da hinten ist sogar noch eine Rune. Essen. Ja, Essen kann meinen Geist auch nicht vertreiben. Mr. Rune! Oder auch nicht, erstmal den Erlass. Offiziell Erlass, auf Befehl des Lothriken, ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten, ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleusen kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro von General Tobias mit der vollen Autorität des Lothrikenten verfasst. Naja, wir sind schon hier, also kann uns das egal sein. Ne? Ich meine ja nur Gesundheit. Essen und erste von vier Runen. Mhm. Das wollte, ja. Noch viel schneller. Auch wenn es mir gar nicht so schnell vorkommt. Egal.
Vielleicht übersehe ich mal wieder irgendwelche komischen Gegebenheiten. Davon läuft auch nur einer. Kann ich da drauf? Ja, natürlich. Nein, auch zu weit weg. Da müssen wir uns anderweitig anschleichen. Tun wir es von hinten! Erstmal sammeln wir wieder Tier ein. Ja, schleichen wir uns von hinten an. Durch das da drauf teleportieren. So. Du hast jetzt ausgedient. Das könnte ich eigentlich auch noch deaktivieren. Könnte, sollte, müsste. Meine Hände sind blau. Ah, so eine Granate. Ja, nur eine Granate. Sollen wir uns heute Abend. Ne, und auch was Wertvolles. In der Tat, das glaube ich. So, hopp, 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 hopp. Ist der noch bewusstlos? Warum ist er jetzt durch den Boden geglitscht? Warte, warte. Better safe than sorry. Dann platziere ich ihn halt nicht dort rein, wenn er meint, durch Bogen glitschen zu müssen. Werfen wir jetzt mit Hexenfischen. Checken, das tun wir auch nicht. Och, Menno, nie will mir jemand Spaß gönnen. Nein, Chicken, du willst dir nur selber keinen Spaß gönnen. Chicken. Immerhin ist das hier ja der niedrige Chaosfaktor. Und findest du es etwa lustig, bewusstlose, lebendige Leute an Fischen zu verfüttern, die sie in Stücke reißen können? In Videospielen, ja. Ey, das ist doch hier alles gar nicht echt. Das ist hier nur ein Videospiel. Und das sollte mal gestoppt werden, das Leck. Nicht, dass sie dann wirklich eventuell später. Warte, ich muss erstmal wieder drauf kommen. Ich lasse Leck da unten. Das ganze Wasser da drinne. Da unten zu den Typen und dann alles überschwemmt und unter Wasser und keine Ahnung, dann ertrinken die noch und das wird dann auch meine Schuld sein. Und das ist auch ja alles meine Schuld. Ja. Blame Chicken for everything. Auch wenn sie nichts gemacht hat. Blame sie trotzdem. Stößt doch gerade auch wunderbar. Mit dem Rücken. Geh vielleicht noch näher zur Blitzwand. Damit auch schön der Torboy auf mich aufmerksam wird, wenn ich jetzt zu dir runterkomme.